Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Portal 2 oder eher gesagt Hallöchen. Ja Leute, wir sind jetzt hier noch in unserem kleinen Bunker gefangen, wo wir letztes Mal waren und ich habe mittlerweile die Vermutung angestellt, ich habe mal ein paar Mal ein bisschen schon rumprobiert, während ich noch nicht aufgenommen habe. Ich glaube, ich muss irgendwie da oben hinkommen, nur wie ich da hinkomme, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das werde ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde erstmal hochgehen wieder und dann muss ich mal schauen. Hier ist es zwar weiß und ich muss dort ein Portal ranschießen. Denke ich jetzt einfach mal und wahrscheinlich darüber springen. Dafür würde ich Schwung benötigen. Wie komme ich denn schnell genug? Oh, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine kleine Vermutung. Ob das auch so funktioniert, ist eine andere Sache. Mit rechts muss ich schießen. Ich muss gerade überlegen. Ich habe jetzt mir vor, da durchzuspringen. Wenn ich hochfliege, dort ein Portal anzuklatschen, dann sollte ich theoretisch gesehen ja hoffentlich mit genug Schwung durchkommen, um da anzukommen. Ich würde es einfach mal probieren. Vielleicht. Ja, super. Das hat ja richtig gut geklappt. Meine Fresse, war das scheiße. So, also nochmal hier durch. Hier rauf. Und von hier oben bin ich dann zack hier durch. Und darüber. Ha! Ah, es hat funktioniert. Ha! Wie geil. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich das so schnell löse hier. Aber naja, das ist natürlich Profi. Natürlich richtiger Profi sind wir. Da muss ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen, ne Leute? So, oh, hier haben wir noch zwei Hebel. Einfach mal umlegen. Egal was es ist, einfach mal umlegen. Gate Pressure Control, Gate Pressure Control. Okay, Gildruckkontrolle, Gildruckkontrolle. Es hat die Tür geöffnet auf jeden Fall, also war es so richtig. Hier ist hier so eine Absperrung. Könnte man nicht zurück von hier rechts einfach reingreifen, das Kabel durchschneiden, dann wäre das aus. Eigentlich gar nicht so verkehrt, aber dann wollen wir mal weitergehen. Und wir sind hier mitten in einer Ruine, so wie es aussieht. Control Room, okay. Scheint ja schon mal nicht verkehrt zu sein, der Kontrollraum. Vielleicht können wir da unseren wahnsinnig gewordenen Freund endlich wieder abschalten. Der hat ja wohl irgendwie den letzten Schuss nicht mehr gehört. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Sehr nett, sehr nett. Also scheinen die ein paar Tests mit obdachlosen Leuten zu machen und ich sehe auch schon, wo ich hin muss. Dort drüben mal. Wie komme ich da hin? Dafür muss ich hier diese Brücke hochziehen wahrscheinlich. Aber wie? Am besten muss hier im Kontrollraum auch irgendwas zur Kontrolle sein. Das wäre zumindest ganz cool. If you see an orange jump sight, hit the red button. Ahahaha, das sind wir, die im orangen Anzügen. Oh Mann, Alter. Kann ich mich darüber beamen? Nee, das geht natürlich nicht. Hier wäre auch zu schön gewesen, aber wo muss ich denn hin? Ist das etwa das, was ich vermute? Wieder so einen kleinen Jump darüber? Oh ja, wie geil. Ahahaha, kann ich denn hier irgendwas kontrollieren? Du tötest doch gern, könntest du? Au, diesen Vogel für mich töten. Oh, danke. Das ist sie doch nicht, oder? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Ha, einfach aufgespießt, wie geil. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt. Mesa. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Stunden, meine Freundin. Vollbringt auch keine Wunder.
Kartoffel. Noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den diese Idioten noch... Scheiße! Ja, ich dachte, da komme ich so rüber, aber das war mal sowas so daneben. Ja, dann soll die kleine Dame doch wie eine Kartoffel verkochen. Das ist mir doch so scheißegal, du hast ihn so oft versucht zu töten. Wieso sollte ich jetzt auf einmal nett zu dir sein? Kannst du mir das erklären? Hallo? Nee, kannst du nicht. Du tötest doch. Dann sind wir wieder hier. Gut, danke. Ja, komm, quatsch nicht so lange, ich will die Kartoffel haben. Wie komme ich denn da rüber? Komme ich denn da rüber? Ja, dann... Ja, ich will die haben. Ich drücke schon eh. Lass dich aufheben. Haha, hast dich kaputt gemacht. Ich find's relativ witzig. Ich find's relativ witzig, dass wir sie einfach aufgespießt haben und sie fängt immer an zu reden, wenn ich rede. Und kaputt. Mal wieder. Die ist doch so blöd. Was regt die sich denn auch jedes Mal auf? Das funktioniert doch sowieso nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Ey, was muss ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn da rüber? Eben gerade der Sprung ging ja voll nach hinten los. Die Kartoffel da hat sich wohl selbst frittiert. Unsere kleine Freundin scheint dann erstmal für eine Weile offline zu sein. Aber wie zum Geier soll ich denn da rüberkommen? ja, ich werde nochmal da rüber springen. Vielleicht hilft das ja was. Und ab die Post. Und rüber da. Wuhu! Yay! Juhu! Und gegen's Geländer. Na super. Halber Zentimeter zu weit rechts geschossen, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, Mann, so eine Scheiße aber auch. So, zack. Ich wollte da oben hin. So eine Scheiße. So. Ich bin genau auf dem falschen Geländer, glaube ich. Yo. Aber sowas nur auf dem falschen Geländer, das kann man gar nicht falscher sein. Die Tür ist auch zu, die Tür ist auch zu. Ja, komm durch da. Nein. Oh, Mann, Alter. Ich dachte, ich komme jetzt da durch. Nö, da sprung immer voll nach hinten los. Unsere liebe Kartoffelfreundin ist immer noch offline. Und ich wollte nochmal auf die andere Seite rüber. So. Und durch da jetzt aber. Komm schon, komm schon. Ja, sehr nice. Vielleicht kann ich jetzt den Fahrstuhlknopf nochmal drücken, nachdem er ein wenig gebritzelt hat. Aber es sieht sehr, sehr schlecht aus. Ja, komm. Ein bisschen drauf rumspringen hilft auch nicht. Schade, ich dachte, das bringt vielleicht noch irgendwas. Aber wie komme ich denn jetzt da oben rauf? Ich bin gerade ein wenig irritiert. Kann ich hier noch irgendwas drücken? Die Computer sind schon lange tot wahrscheinlich. Ja. Mit viel Schwung. Ach, ich hab's. Ich hab es. Ich hab es. Ich habe es. Ich glaube es zumindest, dass ich es habe. So, zack. Wow, Alter. Da soll ich echt besser zielen. Das Portal muss weiter dort rüber. So ungefähr. So sollte das funktionieren. Und jetzt so einmal ein Sprung. Ey, weh, ich schaff's schon wieder nicht. Ah, haha, geschafft. Sehr geil, sehr geil. Lebt die denn irgendwann auch mal wieder, die kleine Kartoffel hier? Scheint mir momentan ja nicht so. Und warum kann ich sie nicht durch das Portal mitnehmen? Das ist ja unfair. Sonst konnte ich die Leute nie mit durchs Portal durchnehmen. Ich musste immer alles hier lassen. Und diesmal geht's einfach. Ich dachte, so werden wir sie endgültig los. Aber nö. Aber ich glaube, wir brauchen sie jetzt mittlerweile auch, um unseren ehemaligen besten Freund einfach auszulöschen. Das Wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Die Stimme von ihr. Sorry, ich muss mir mal kurz am Knie kratzen. So, die Stimme von ihr. Und von diesem Mr. Johnson. Von dieser Carolyn, die die ganze Zeit an den Bandansagen mitredet, klingen sehr ähnlich. Sind das eine und dieselbe Person? So, nochmal. Was ist das für Zeug, so Orange? Was macht das? Was bringt das? Oh! Es gibt mir Super Speed. Wie geil ist das denn? Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Jump-Zeug, aber nö. Es gibt einem einfach totalen Super Speed. Hammer! Wie geil ist das denn? Oh, und hier brauche ich nochmal Super Speed. Aber wie komme ich denn da oben hin?
Ja. So. Okay. Ich muss das Orange schießen. Das orange Portal ist rechts. Ha! Hat funktioniert. Sehr geil, sehr geil. So ein bisschen oranges Zeug daran flabbern und dann einmal hinterher. So sollten wir auf jeden Fall den Sprung schaffen. Oh, oh, Alter. Und es hat funktioniert. So kann ich mir jetzt den Würfel holen, aber ich weiß gar nicht, wofür ich den brauche. Ja. Okay. Muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell werde. Jetzt kann ich mir dort wieder am Portal schießen. Nimm den Würfel hoch, mein Freund. So, und dann hier noch eins. So, und den stelle ich jetzt da drauf. Oh, Alter, das brauche ich eigentlich immer. Das ist ja volles Galinito. So, dann hier, hier, so. Und dann mit genug Schwung dadurch. Boah, Alter, was für eine Reihenfolge, die ich hier laufen muss. Komm schon. Sehr geil, wir haben es geschafft. Wie zum Geier soll ich denn da rankommen? Hä? Ach, ich habe eine Vermutung. Ja. Meine Vermutung war sehr korrekt, nämlich gar nicht. Ich wollte... Was wollte ich machen? Da, da und hier. Und dann hier durch. Nicht mal ansatzweise genug Schwung. So eine Scheiße aber auch. Ja. Wie am besten mache ich das? Ich glaube, mit etwas Speed von hier könnte ich das schaffen. Hey! Alter, was flippt der sofort so weg, ey? Meine Fresse. So, ups! Ha, die Tür ist offen. Komm, oh, bestimmt ist sie nicht lange offen, aber so hat es auf jeden Fall funktioniert. Die Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Ja, wir finden in aller Ruhe raus, was hier los ist. Ich bin, sorry Leute, ist gerade so ein bisschen abwesend. Ich versuche gerade nachzudenken. Wer hat nicht die ganze Wand mit irgendwelchen Flubbergel vollspritze? Ja, vielleicht wäre das eine sinnigere Methode gewesen. So, jetzt ist die ganze Piste... Nee, es war keine sinnigere Methode. Ich hätte orange dorthin schießen müssen. Und dann hier orange hin machen, damit ich da rüber komme. So. Haha. Dann orange auf die Seite. Mit genug Speed hier rüber. Ja, nein! Oh, was? Oh Mann, Leute, das kann doch... Ah, Alter, ich bring diese... Ich bring die alle um. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Schaffen wir diesen scheiß Sprung nicht? Also ich bin... Ich will das schaffen. So, orange hier hin, blau dahin und einmal Knöpfchen drücken. Aber wofür habe ich das Jumping-Zeug? Ich kann dort auch was hinschießen und dort. Aber was bringt mir das? Ah, okay, ich hab's schon gesehen. Ich war am Anfang doch gar nicht so blöd. Das war doch richtig, das Zeug hier ranzuflubbeln. So. So, noch höher. Und noch höher. Und noch höher. Und rüber. Oh, nee, das schaffe ich im Leben nicht rüber. So eine Scheiße aber auch. Ja. Verdammte Axt, wie mache ich das denn? Ah, haha, jetzt sehe ich's. Oh, was bin ich blöd, Alter. Ich hätte mich einfach ein bisschen besser im Raum umgucken sollen. Ich habe es genau falsch schon gemacht. Verdammte Axt, was ist denn los mit mir, ey? Ich schieße genau das falsche Zeug da vorne hin. Und hier muss dann einfach... das Zeug hin. So, die Theorie zumindest. Nicht so wie geplant. Auf jeden Fall nicht so wie geplant. So. Die ganze Piste hier soll orange werden. Der letzte Meter da oben soll blau sein. So. So sollte das funktionieren, hoffe ich. Einfach mal. Eventuell, ganz vielleicht. So. Ja, sehr nice. Funktioniert auf jeden Fall. So soll das doch laufen.
Ah, ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich weiß es jetzt, Leute. Na, wisst ihr es auch schon? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Obwohl, ihr seht es doch sowieso gleich. Ha, komm schon. Bitte lass das funktionieren. Ah. Ja. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd, so blöd, so blöd, so blöd. So eine Scheiße, aber auch. So, jetzt aber. Und es hat funktioniert. Sehr geil. Da juckt die Nase. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst auf. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Ach, bist du wieder wach, meine Freundin? Ah, das hat aber auch eine Weile gedauert. Oh, endlich mein schöner Ladebildschirm. Die Minute, wo uns die blöde Kuh mal nicht voll quatscht. Obwohl, ich bin ja genauso schlimm wie die blöde Kuh. Ich quatsche euch auch permanent voll, ohne Punkt und Komma. Schlimm, ne? Richtig schlimm. Und ich muss unbedingt euren Schreibtisch aufbauen. Mir liegt so viel Krimskrams rum. Ich hau beim Spielen bereits irgendwelche Sachen in die Gegend. Wer noch $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Ah ja, was ist denn da für ein Mutti? Ich mutiere hier gerade irgendwas in dem Rohr. Nee, ich habe gar keine Ahnung, was ich überhaupt tue. Wo muss ich denn hin? Ja. So, da will ich hin, dann schieße ich einfach ein Portal dorthin. Okay. Ich bin ein wenig verwirrt, was mein Ziel ist. Raus hier! Alter, scheiße. Das war ein Teufelskreis. So. Ah, ich glaube, ich weiß schon mal, was ich machen muss. Das Orange war das für Speed, ne? Ja. So. Und so. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lande. Ich springe einfach mal wahllos drauf los. Ja, scheiße. Fast. So ein Rotz, es hätte beinahe geklappt. Ich war noch nicht schnell genug. Ja, so. Nochmal mit Full Speed. Ah, komm schon. Halt, ich hab's raus. Ich geb's zu, ich hab's gerade gesehen, Leute. Ich muss erstmal dort orange ran, blau ran spritzen. So, und dann kann ich wieder hier mein Portal schießen und hier. Und dann kann ich mit Anlauf darüber, dann gibt mir das Ding den nötigen Sprung, um darüber zu kommen und mir den Würfel zu schnappen. Juhu! Und mit diesem Würfelchen können wir jetzt dort entlang, dort drüber gehen. Ich bin auf der falschen Seite, fällt mir gerade auf. So, dort drüber gehen, die Plattform umdrehen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich darauf komme, aber ich werde da schon irgendwie raufkommen. Dort mir ein Portal schießen und dort. Und dann, ja, dort rüber jumpen. Alter, das wäre mega Jump. Zack, und du warst Beschleunigung. So. Okay, ob das funktioniert, ich mag es gerade mal stark bezweifeln. Jetzt muss ich wieder dorthin. So, und mit dem Portal will ich dann dorthin. Alter, das kann doch nicht funktionieren. Ich bin da gerade echt am Zweifel, dass so funktioniert, wie ich mir es gerade vorstelle, aber ich glaube, es könnte. Es hat funktioniert. Immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie geil! Ihr müsst uns nur erlauben, euch ja, wie geil, Leute, wir haben es geschafft. Wir pushen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine das behauptest du. Aus ja, ja. Neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Ja, erzähl mir keine ganzen Tumore. Ich bin doch, ihr seid auch überhaupt auch schuld, dass ich diese ganzen Tumore wegen euch habe. Radioaktive, verstrahlte Sitzbänke im Wartebereich. Hallo, seid ihr total Mischuge? Also wirklich, Mann, Leute. Würdet ihr euch bei solchen Tests darauf einlassen, für $60 so etwas zu machen? Ja? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt mal Bock hättet. Wenn es sicher wäre, sowas in Real Life zu machen. Wäre bestimmt auch mal cool. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind $60 sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für
Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Dienstavibi. Sehr nett, sehr netter Kerl. Ich bin gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Wir haben anscheinend die Tests geschafft, kriegen unsere 60 Dollar. Und ich lasse mich mal, was? Thank you? Von, was? For loitering longer than 20 minutes. Danke fürs Loitering. Das Wort sagt mir leider gerade nichts. Tut mir leid, Leute. So professionelles Englisch spreche ich dann doch nicht. Aber irgendwas für 20 Minuten. Ich glaube, dass wir für über 20 Minuten unsere Zeit verschwendet haben. Ich lasse mich mal überraschen, was jetzt auf uns zukommt. Und ihr werdet das erfahren. Und zwar erst in der nächsten Folge. Ja, Leute, was für eine Folge. Wir haben unsere liebe Freundin, ich vermute mal, Carolyn wiedergefunden. Sie scheint ja wohl irgendwie die Assistentin des ehemaligen, ja, wahnsinnigen Professors gewesen zu sein, der hier diese ganzen Ebenen überhaupt geschaffen hat, diese ganzen Experimente und Tests und hier mit Obdachlosen für gerade mal 60 Dollar rum experimentiert. Also ich persönlich würde für 60 Dollar nicht mal einen Finger krumm machen, vor allem nicht, wenn es um sowas geht. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und bin gespannt auf die nächste Folge, in der wir uns dann hoffentlich wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Portal 2 mit eurem Twin Force. Auf der linken Seite kommt ihr einmal zu meiner aktuellen Playlist, auf der rechten Seite zu meiner letzten Folge. Und das Ganze einmal spiegelverkehrt, wäre es da auch noch richtig gewesen. Ich sage tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal mit eurem Twin Force. Tüdelü! I think we can put our differences behind us. For science, you monster.